Dann ab nach oben. Nochmal dann unser Gerüst wegbauen und dann bin ich schon richtig. Ich glaube, ich bin falsch. Ich muss hier hoch. Oder? Was hier? Hier war es. Na, mal sehen. Vielleicht habe ich auch nur das Passwort falsch geschrieben und dann ist es. Dann ist es vielleicht die Tura oder Beweis Serena oder Gringor, die jetzt mitmachen wollen. Und die sagen: Hey, ich komme nicht in den TS, das Passwort ist falsch. Dann könnten sie aber auch, ehrlich gesagt, auch einfach hier auf den Minecraft-Server gehen und sagen: Hey, das Passwort ist falsch. Hilft zwar nichts, weil ich kann jetzt nicht nachsehen und es jetzt auch nicht ändern. Das heißt, sie müssten rumprobieren. Wobei, doch, könnte ich eigentlich. Zumindest, wenn ich TS auf meinem Laptop habe. Muss ich dann später mal nachsehen. Aber das war ja eine private Nachricht. Oder war es eine private? Es könnte auch eine Chat-Nachricht gewesen sein. Also, für den Raum, in dem ich drin bin. Egal. Erstmal das da unten wegmachen. So, dann ist wieder eine Kartoffel. Oh, habe ich eine Pflanze kaputt gemacht. Wow, jetzt wäre ich fast tot da gefallen. Gut, hier ist es zwar nicht sehr hoch, aber trotzdem. Die könnte ich mir noch holen. Die nicht mehr so einfach. Oder könnte ich mir die holen? Einfach. Jetzt hätte ich fast das Rennen angefangen. Ich glaube, ich lasse es lieber, bevor ich noch drauf gehe. Ja, das hier baue ich, glaube ich. Nein, das hier lasse ich noch. Oder baue ich das komplett ab? Ich glaube, ich baue das komplett ab. Puh, okay. So, dann sehen wir jetzt so mal von oben, wie das jetzt aussieht ohne das Gerüst. Und anschließend auch noch von unten. Also wir gehen dann extra wieder runter. Und sehen uns das mal an. Wow, sieht schon sehr eckig aus irgendwie. Vielleicht mit Erde nochmal ein bisschen nachbessern. Also nicht eckig, sondern kantig. Und von unten. Sieht es dann vermutlich auch so aus. Also ich glaube, es war niemand, der in die Minecraft-Aufnahme mit möchte, weil sonst wäre er oder sie ja schon längst auf den Minecraft-Server raufgegangen. Und wir sind immer noch alleine. So, Jule. Schön. Es sieht tatsächlich sehr kantig aus. Also man erkennt ein... Jawohl, von hier aus erkennt man es nicht so genau. Also von hier aus sieht es gut. Man erkennt es nur, wenn man von unten ist.
Weil es von unten hat irgendwie trotzdem noch diese Form hat, diese kantige Form. Soll ich das ändern? Ich hab das gerade gesehen. Links neben dem Berg, wo gerade diese ganzen Blöcke verschwunden sind, da war kurz, für eine kurze Zeit war, wurde das so gerendert, dass es aussieht, als wäre da ein Männchen, das da gerade rumgeht. Also ich finde, es sieht von der Weite sieht es in Ordnung aus, vollkommen. Nur von unten halt sieht es eckig aus. Wenn man halt wirklich diese Form noch sieht. Ja gut, links mache ich auch noch weg. Vielleicht sieht es dann ein bisschen anders aus. Wobei, glaube ich eher nicht. Wer weiß, vielleicht lasse ich es auch einfach so und sage dann, ja okay, schaut scheiße aus, wenn es sich, nervt, verbessere es. Hauptsache, man sieht es nicht mehr ganz so. Ja, da fehlen vielleicht noch ein paar Steine. Ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach, dass ich es so lasse. Gut, von oben halt noch die Erde ein bisschen anpassen, weil von oben sieht es auch blöd aus. Das mache ich jetzt dann schon noch. Ach, ich bin ja schon wieder falsch. Aber den Stein, den lasse ich jetzt. Ich meine, dafür, dass es von Hand gemacht ist, sieht es eh und das, dafür, dass es von mir gemacht ist, sieht es eh einigermaßen akzeptabel aus, finde ich. So. Ich bin schon gespannt, wie das Resultat dann aussehen wird. Wenn ich sage, ja, okay, es passt, ich lasse es so. Also wie gesagt, diese Hälfte hier muss ich halt noch machen. Wobei ich glaube, das da lasse ich tatsächlich so. Oder mache vielleicht noch das hier so ein bisschen. Aber ich glaube, davon abgesehen lasse ich's. Und hier muss ich dann halt noch ein bisschen machen. Und hier, ja, vielleicht mache ich so. Ich mache dann, wenn dann sowieso erstmal die hier Seite dann noch. Ich brauche ja erstmal Erde, ich habe ja gar keine mehr dabei. Erde, da, da und da. Erstmal 3 Stacks. So. Ja, wieso nicht? So. Ja, die Ecke hier mache ich dann später. So.
Ja. Sieht schon mal einiges besser aus. Zwar nicht perfekt, aber doch besser. Ich hoffe doch, dass es dann besser aussieht. Ich meine, hier möchte ich dann, glaube ich, noch so ein bisschen ruinenartig oder irgendwie sowas was hinbauen, so als ob hier ein kleines Häuschen gewesen wäre oder so. Und dann passt es auch, dass es hier so ein bisschen eben ist. Wäre dadurch dann auch erklärt. Aber nicht jetzt. Ich finde, das sieht jetzt auch schon besser aus. Dann jetzt dort hinten. Oh, das wird noch einiges an Arbeit. Da unten habe ich, das wollte ich glaube ich alles aus Erde machen. Dann, die kann ich ja schon mal hinklatschen. Ja, das lasse ich auch so. Okay, da brauche ich jetzt aber da unten ein Gerüst. Das heißt, ich brauche Stein und ich habe nur noch zwei Stück Bruchstein drin im Inventar. Nehmen wir mal zwei mit. Ach, was, drei? Nehmen wir auch gleich davon alles mit. Ach, komm. So. Jetzt haben wir fast alles mitgenommen. So. Hier möchte ich, glaube ich, mein. Da waren ja nur zwei. Möchte ich, glaube ich, mein Ding hinmachen. Wobei. Ja, vielleicht gehe ich noch eins weiter weg. Okay. Das ist zu hoch. Zu hoch, das gibt's doch nicht. Mann. Ah, wobei. Ja, jetzt komme ich halt von hier nicht hin. Das mache ich dann später. So, das finde ich in Ordnung so. Und dann da drüben noch. So, das finde ich so in Ordnung. Und da kommt jetzt Erde rauf. Nein, nicht da, da. Ach, komm jetzt, lass mir es halt. Hier muss ja sowieso überall Erde hin. Ah, und schon ist sie aus. Ich hätte tatsächlich noch ein bisschen weiter weggehen müssen, aber naja, dann wäre ich hier nicht mehr hingekommen. Lass mir einfach mal so.
Das gefällt mir so. Der hier muss weg. Gefällt mir nicht. Ja. So. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Ich wollte nur einen hinsetzen. So. Das möchte ich jetzt so lassen. Oh, wie komme ich die jetzt wieder hoch? Oh, da. Boah, knapp. Ja, das sieht schon ordentlich aus. Es geht. Da hätte ich gerne noch ein bisschen was. Ach, ich habe die RDI gerade ausgerüstet. So. Hier noch ein. So, Moment mal kurz. So, da geht's wieder. Ja. Sehen wir uns das mal von unten an, wie das von unten aussieht. Die Sachen lasse ich wieder hier oben. So. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt, dadurch, dass ich es einfach so mache, geht es tatsächlich viel, viel schneller, als ich dachte. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Nicht sehr lange. Und ich habe schon 3 Seiten gleich geschafft. Kann ich ja vielleicht doch noch ein bisschen anderes auch noch aufbauen in der Aufnahme. Wo komme ich hier gut runter? Ah, so. Oh Mann. Der professorische Stall da, der muss auch noch weg. Hallo, Zombie! Aua! So, Jul, reiten wir los. In diese Richtung, damit wir das von hinten mal ein bisschen ansehen können. So. Moment mal kurz, Leute.